Und willkommen zu meinem vierten und somit auch letzten Adventsspezial. Von jetzt an sind es nur noch wirklich wenig Tage bis Weihnachten, nämlich 4. Da kann man jetzt echt countdown-mäßig zählen. Tja, ihr dürft heute dabei sein, wie wir unseren Weihnachtsbaum, so heißt das Teil, schmücken. Das ist eine Blautanne, die haben wir bei einem örtlichen Bauernhof gekauft und die haben uns alle zusammen ausgesucht. Es ist nur etwas zu breit geworden, deswegen sitze ich jetzt mit meinem Sofa immer etwas zu nah an der Tür. Ja, was kommt an so einem Adventsbaum dran? Ich habe dieses Jahr das Glück, dass ich in meinem Adventskalender hier ganz sowas habe, so Ü-Eier-Adventskalender-Anhängbaum-Dinger. Also ich weiß auch nicht, wie man die nennen soll. Tut mir leid. Aber wenn man sowas hat, sollte man sich auf jeden Fall immer einen Faden mitnehmen, weil man weiß nie, ob man überall Fäden dran hat. Ohne Faden lässt sich das so schwer aufhängen. Ja, dann haben wir noch halbwegs normale Christbaumlichter. Die kann man so dran klippen und das Coole ist, entschuldigt, die haben eine Fernbedienung. Wenn man dann so macht, dann leuchten sie. Wenn man dann etwas länger hebt, dann blinken sie. Was man jetzt auf dem Video gar nicht sieht, aber es tun sie. Sie tun es. Wirklich. Außerdem haben wir wirklich süße kleine rote Christbaumkugeln. Die sind nicht aus Glas, aber trotzdem schön. Außerdem mag ich die Farbe sehr gern. Und dann haben wir noch hier dieses Geschenkband. Das habe ich vor Jahrzehnten mal aufgehoben und hänge es jetzt irgendwie immer an unseren Baum. Das sieht ein bisschen krustig aus, wenn ich gerade so drüber nachdenke, aber naja. Und seit vorletztem Jahr haben wir diese Girlande, die kann man so drüber hängen. Die stinkt furchtbar. Die riecht nach Plastik. Das war jetzt ein bisschen fies. Und diese süße Klingglöckchen. Ja, und die nächsten Minuten werdet ihr vielleicht einen kleinen Schnitt wahrnehmen, weil ich dann mehrere kleine Videos zu einem größeren zusammenfüge. Weil ich heute auch mal zur Ausnahme nicht alleine bin, weil heute meine beiden Elternteile im Raum sind. Hier sitzt mein Dad, sitzt hinter mir und meine Mom sitzt da. Voll umzingelt, aber egal. Ich möchte euch auf jeden Fall schon mal im Vorhinein einen wunderschönen Advent wünschen und alles Gute zu Weihnachten und frohe Weihnachten. Und dass eure Wünsche wahr werden. Was wünscht ihr euch eigentlich so? Also ich wünsche mir eigentlich dieses Jahr nichts wirklich, außer eine externe Festplatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Also dann, bis zum Mittwoch. Da sehen wir uns dann wieder bei meinem Mittwochsvideo. Tschüss! Und jetzt zeige ich euch, wie man unseren Baum schmückt. Au, der piekst furchtbar. Entschuldigt. Also als erstes hänge ich mal diese Girlande dran. Die kann man einfach irgendwie so draufschmeißen. Naja, und dann kann man zum Beispiel hier, da sieht es doch nett aus. Und kann es natürlich auch weiter oben machen, wo es da nicht so piekt. Au! Da kann man dann so eine Kerze zum Beispiel hinhängen. Und die Sichtblut. Und das war übrigens jetzt mein Vater. Und hier können wir jetzt so eine Kugel hinhängen. So, und das ist er, unser fertig dekorierter Baum mit allem dran. Wie ihr seht, ist schon nächster Tag, aber es zählt trotzdem noch. Also dann, ich wünsche euch noch einen wunderschönen vierten Advent und wir sehen uns dann am Mittwoch. Ja.